Doppelgrätsche. In before, Empfundeslevel war 34, ich glaube, ich bin jetzt auf 33 hochgelevelt. Also erstmal gucken, was haben wir neu bekommen? Prismamühle, das war kein Zweier. Aber blockt, glaube ich, irgendwas? Ich hatte doch noch was gefunden. Ah, das ist sogar ein Zauber. Steuere mit L einen Wirbelwind, der Gegner hochwirbelt. Sie erleiden so kontinuierlich Schaden. Na, wie war das gerade mit, ist es der Taktstock des Windes in Form eines Schlüsselschwertes? Ich glaube, das nehme ich einfach mal mit. Weil, ich glaube, das ist das einzige Kingdom Hearts, wo ich wirklich sehr, sehr viel Magie dabei habe. Das ist eigentlich kontinuierlich. So, Doppelgrätsche, bist du was Einzelnes? Ja. Nein, das wollte ich jetzt nicht testen. Hier ist zu wenig Platz. Hier ist echt zu wenig Platz. Okay, Kommandodeck, was ist jetzt noch neu? Hier schon mal nichts. Oh, wait, what? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Sportswald drin. Ich habe nur keine Ahnung, warum. Oh, und ich kann es nicht ablegen. Oh, austauschen. Okay. Ah, das ist der Fall. Ah, okay. Mir noch nie passiert. Ah, ein Elixier war neu. Okay. Sachen, die ich nie verwende. Neue Traumfragmente. Irgendwie obvious. Ei. Davon kann ich mir vorstellen, brauche ich auch ein paar mehr. Genauso viel wie von allen anderen. Ich hasse diese Sounds. So, kann ich mir jetzt irgendwie einen neuen Dream Eater herstellen? Chance auf Erhöhung des Magierwertes. Sollte man meinen, sollte man was herstellen, was ein bisschen Magie kann? Hallo Gretel. Elektrohorn. Das sind die von eben, ne? Die, die wir die ganze Zeit bekämpft haben. Den hätte ich gerne. Den hätte ich immer noch gerne, aber. Oh, ich habe jetzt ein bisschen mehr. Hilft mir trotzdem nicht wirklich. D ist mir immer noch nicht genug. Okay, das heißt, ich kann nicht wirklich viel mehr herstellen. Ja, scheiß drauf. Ich brauche ja auch nicht alle. Hab eh viel zu viel. Richte Andenken. Andenken. Jetzt auch nur Sachen, die wir, ja, Zauberlehrling. So, ich weiß immer noch nicht, wofür jetzt die eine Trophäe war. Entweder wirklich für dieses, wie nennt sich das jetzt nochmal? Wenn man Kreis und Dreieck drückt? Keine Ahnung. Dafür die Trophäe oder. Nein, nein, ich muss dich angreifen. Danke, Eule. Entweder dafür oder dass ich halt wirklich eine bestimmte Anzahl an Portalen gemacht habe. Keine Ahnung. Feuerwerk! Jo, schlaf mal gut. Schön, dass mein Schaf momentan darauf aus ist, Gegner zum Schlafen zu bringen. What? Was zur Hölle hat gerade mir den Schaden gegeben? Ich habe null Ahnung. Ah, Level 34. Empfohlenes Level. Geht doch. Immerhin etwas. Jetzt muss ich gleich irgendwann zwischendurch nur, ouch, ein paar Wecker benutzen. Nicht, dass ich im Bossfight wieder einschlafe. Und dann bin ich für die nächste Welt wieder unterlevelt. Yay! So läuft's immer. Wie meine Dream Eater einfach mir voraus sind. Keine Kommandos einsetzen. Ei, Eidechsen. Die Feuer spucken können. Ich darf mich nicht heilen, ich darf gar nichts machen. Bedeutet, ich springe wieder durch die Gegend. Und mach das die ganze Zeit.
Problem, da hier ist etwas, au, 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 wenig Platz dafür. Vielleicht sind das wirklich nur die zwei? Ich darf halt wirklich nicht auf Dreieck kommen. Immer wenn ich sowas habe, komme ich auf Dreieck. Das gefällt mir nicht. Ei, okay, da sind doch etwas mehr. Bleibt nur noch einer. Den könnte man normal angreifen, sollte man meinen. Aber, könnte auch sterben. Besonders weil der ja manchmal nicht interrupted wird von irgendeinem Scheiß. Hä, warum geschah... Jetzt weiß ich immer, warum ich diese Mission nicht bekomme. Ich will das aktivieren und aktiviere dann irgendwie noch Kommando. Ah, okay. Da habe ich mich immer wieder baiten lassen vom Spiel. Ich hätte wahrscheinlich was Tolles bekommen, immer wenn ich es verkacke. Und umgekehrt. Bekomme ich immer was Schlechtes, wenn ich es schaffe. Wie auch immer. Level 34. Immerhin schon mal ein bisschen mehr als vorher. Mal gucken, ob wir überhaupt einen Wecker aktivieren müssen. Sieht zwar knapp danach aus, aber es muss ja nicht. Hier kommt Rico rein, oder wie war das nochmal? Ab zum Bossfight. Ab auf die Fresse bekommen. Na, ja, ich muss schon sagen, ein bisschen Ähnlichkeit mit Merlin, oder? Ach nö, das war so ein Kampf. Ei. War das wirklich so? Au. Oh. Ich kann mich auch nicht heilen, ne? What? Was habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen? Was? Okay, ich war anscheinend eh nicht hoch genug. Ich hätte einfach nur auf X drücken müssen, anstatt zu springen. Okay. I'm prepared now. Irgendwann, wenn ich einen hole, kann ich ihn angreifen. Das heißt, ich kann mich eigentlich nur nicht heilen. Das ist alles. Einfach abwarten. Abwarten und reagieren. Ja, toll. Danke. Einmal getroffen, nicht wirklich viel Schaden gemacht. Aber jetzt kann man ihn ein bisschen verprügeln. Okay. Okay, ich finde schade, dass er zwar Schaden bekommt, aber er mir währenddessen natürlich auch auf die Fresse geben kann. Das ist irgendwie nicht schön. So. Kann sich teleportieren. Solange er nicht sofort wieder verschwindet, ist alles gut. Ach, die Sterne fliegen auf mich. Okay. Nein, nicht wegfliegen. Nein, nein, warte. Okay, ich konnte es noch machen. Alles gut. Jetzt sogar 6. Oder ich habe mich verzählt.
Hälfte ist weg. Warte mal. Jetzt darf ich die Besen verprügeln. Okay. Den Zauber will ich nicht aktivieren. Wo ist der Typ? Autsch. Ballons tun aber auch weh. Na, no, und da ist er wieder weg. Dann tun die Ballons natürlich nicht so weh. Anscheinend verschwindet er überhaupt nicht mehr. Eieiei, ist das Meteor, das er gerade castet oder gecastet hat? Hm. Ich hasse teleportierende Gegner. Wisst ihr das eigentlich? Au. Ah, gleich ist es geschafft. Was für eine Reichweite das einfach hat. Einfach mal Kleinviecher besiegen. Soll ja vielleicht für etwas gut sein. Autsch. Ah, die können Blitze casten. Die tun ein bisschen weh anscheinend. Dann taucht der einfach wieder auf. So, das bringt dich um. Hoffentlich. Natürlich nicht. Dann das. Und dann teleportiert er sich in letzter Sekunde weg. Das gibt's doch nicht. Danke. Neue Sturzboni. Wow. Währenddessen ist mein Firefox abgestürzt. Also falls irgendwer was geschrieben hat. Jetzt sehe ich es wieder. Thanks, Sora. Don't know what I would have done without you. Wie hier und in jeder Welt. Oh, I'm in big trouble if I don't fetch it. See you real soon, Sora. Yeah, you know it. Die Frage ist, wie bald sein kann. Oder weiß dieser Mickey, dass man sich auch in anderen Welten wieder sieht? Ho, ho. So wie jeder andere Mickey auch. Kontaktpunkt oder Kontrapunkt, eher gesagt. Große Reichweite, hohen Magiewert und Realitätswandel sind leichter. Was will ich persönlich mehr? Realitätswandel ist sicherer Schaden, ohne Schaden zu bekommen. Reichweite ist immer gut und ich benutze nichts anderes außer Magie in diesem Spiel. Seltenerweise. Final Cup. Die ganze Flitzer-Sache müsste ich ja auch machen, bevor ich jetzt... Ich glaube, wenn ich jetzt mit Rico fertig bin... ...müsste ich einmal... ...komplett den Flitzer-Cup machen, hintereinander. Wird schwer werden, weil ich glaube, das war so. Alle für einen habe ich auch nicht ausgerüstet. Warum? Completely forgotten. Aber weniger Realitätswandel, hoher Magiewert, kritische Treffer. Ja gut, ne? Dafür habe ich jetzt einfach zwei Magie mehr. Und ich wollte es nicht machen, weil trotzdem der Angriffswert darunter zu leiden hat. Aber der Counterpoint, der ist schon nice. Gut.
Dann würde ich sagen, stürzen wir mal rüber. Herrscher des Himmels, Ryudrache, fertig. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bedeutet mit der Vorschau. Einfach stürzen. Was sind immer noch diese Glücksbringer? Okay, freie Flusskommandos versuchen. Ah, das habe ich jetzt, glaube ich, neu freigeschaltet. Zeitsturm? Gegner mit Stopp, nehme ich. Geistbeleber brauche ich nicht, weil ich muss die Geister ja noch zweimal wiederbeleben, glaube ich. Erleichtert die Verbesserung der Freundschaft. Mal gucken, was kann ich alles mitnehmen? Angriff, Abwehr, Fluss, Turbo. Brauche ich jetzt nicht so. Abwehr, Hybridhelfer. Dann nehmen wir nochmal Flussturbo. Und weil wir es können, dann doch. Achso, ich dachte schon, ich kann es nicht mehr rausnehmen. Gut, bleiben 24 Taler. Passt schon. So, bin ich mit Rico noch in einer Welt? Nein. 36. Misora war es 34. Welches Level bin ich mit Rico bitte? 30! Ah, warum? Ach so, der Schattenbrecher. Sechs Level ist dann doch etwas viel irgendwo. Ja, ich habe noch einen Ballonra. Den kann ich für Feurer reinmachen. Ist ja nicht so, als ob ich die da brauche. Was nehme ich denn aber sonst so mit? Weil die ganzen Sachen bin ich jetzt, glaube ich, nicht so. Aber ich nehme mal den Zeitsturm mit, allein weil ich habe keine Ahnung, ob ich den überhaupt mal gesehen habe. So, Sportsfreund ist ausgerüstet, steh auf, Männchen auch. Leitsichel, Schallgrätsche. Ja, die wir doppelt und dreifach haben. Schattenschallgrätsche, Schattenhieb. So, wegblocken. Bei dir habe ich wegblocken drin, ne? Habe ich das entweder erst bekommen? Habe es bei Sora noch nicht gewechselt? Und die Doppelgrätsche. Gleiten bekommen wir ja noch nicht. Oder bekommen wir erst in dieser Welt. Aber diesmal bin ich sogar 6 Level behind. Sehr nice. Sehr nice. Warum habe ich eigentlich überhaupt dieselben Geister dabei? Hatte ich nicht irgendwie andere mit Rico? Wahrscheinlich dachte ich mir, ich wollte jetzt erst leveln, ne? Mike, du alter Galazienbock. Mike mag sich nicht duschen. Okay, die sind ja fertig, glaube ich sogar. Kann ich mir nicht fortschicken, umbenennen, Anzeige wechseln? Kann ich mir nicht hier irgendwie die Berichte anschauen? Irgendwie lame. Achso, ich hatte nur den jetzt noch dabei. Ja, dann machen wir das wieder. Bin mir ziemlich sicher, dass ich bei dir noch ein paar Punkte brauche. Nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Hoffentlich bleibst du bei Sandmann. Sandmann ist gut. Ein bisschen noch mit den Leuten hier spielen. 6 Linkpunkte. So, nicht schlafen. Hallo. Panda schläft. Okay.
Dann lassen wir den Panda mal schlafen, sofern er nicht gerade wieder von selbst aufsteht. 9 Lebenspunkte sind auch nice. Ich glaube, ich brauchte mit dem 800, oder? Vielleicht mal nachgucken. Ja, schlägt mich ab, los! Okay, Fertigkeitslink. Ballon. Ballon ist jetzt nicht etwas, was ich unbedingt brauche. Schlafgar. Schlafgar ist schon eher was, aber benutze ich eh nicht. Stoppblocken, HP-Boost, Magiehast. Ich glaube, ich muss zu der Magiehast. Einmal mehr Magiehast. So. Du brauchst jetzt noch 250 Punkte. Wait, das hatte ich noch nicht? Okay. Wichtblocken, Angriffskraft hoch. B-Boost, Konfusblocken. Na gut, Luftschlagkarte brauche ich nicht. Da hinten habe ich schon. Die Angriffskraft wäre schon tasty. Aber ich sag's so. Ich bin unterlevelt. Mehr HP und Statuseffekte negieren ist halt auch nicht verkehrt. Ach nee. Ich war ja noch nicht fertig. Nee. Warum hatte ich dich dabei? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Braucht die nicht noch irgendwas? Ach ja, der war irgendwie noch nicht fertig. Ich brauche irgendeine Mut. Nur keine Ahnung, wie ich die bekomme. Also kann man den schon wieder wechseln. Wenn mir hier drin nur die Fertigkeits... links mal angucken könnte, muss ja nicht immer alles einzeln wechseln. Hat der überhaupt was? Ist ja auch schon fertig. Ist irgendwer noch nicht fertig? Sollte vielleicht doch mal einen neuen herstellen, aber dann habe ich nicht genug Sachen. Vielleicht nach dieser Welt. Nehmen wir die Schnecke mit, ne? Schnecke sollte eigentlich aber auch alles haben. Womit hätte ich sonst den Sterncharakter rausgenommen? Den Starplayer. Na, wie auch immer.